Ich denke, dass jeder Gegner für sich natürlich eine Geschichte hat, eine Riesengeschichte zum Teil. Und ich denke, es könnte nicht attraktiver sein. Und ja, das Vorfeld ist natürlich riesig. Wir fahren in coole Stadien, wir kommen einfach auf extrem attraktive Gegner und das macht es natürlich sehr reizvoll für uns. Eine sehr schwere Gruppe, meine ich. Allerdings aus der Sicht der Zuschauer überaus interessant. Und ich meine, dass diese Gegner auch in Österreich sehr viele Interessenten und Fans anlocken werden. Natürlich drei sehr attraktive Gegner und ich denke, die Fans in Wolfsburg, die können sich auf was freuen. Die Mannschaften, die, was wir sagen haben, so attraktiv sind, dass einige Grazer Fans kommen werden und das sicher zu den Österreichern halten. Und ich denke, dass die Merkur Arena ausverkauft sein wird und dass sich die Spieler da auf drei wunderbare Spiele freuen können. Ja, war natürlich eine spannende Sache jetzt für alle. Wir alle mitgezittert und ich glaube, für uns alle eine tolle Herausforderung, tolle Gegner. Deutscher Gegner ist immer interessant. Den österreichischen Verein und der AS Rom, der Traditionsclub. Also. Und der türkische Gegner ist natürlich auch, dort wird immer feine Stimmung sein. Viel besser jetzt für uns nicht laufen können. Ja, auf alle Fälle jetzt erst einmal vorweg sehr, sehr attraktive Gruppe für uns. Wir freuen uns riesig drauf und sehr, sehr viel Tradition drin mit AS Roma. Dann auch mit der Nähe zu Deutschland, die Gladbach und die Mannschaft aus Istanbul. Mit sehr, sehr interessante Duelle, sehr, sehr schwierige Duelle, aber wir sind schon dabei, das habe ich auch schon erwähnt, um zu punkten. Also wir wollen auf keinen Fall mit 0 Punkte ausscheiden und wir wollen auch den einen oder anderen Sieg feiern. Ich glaube, die Organisation, die läuft ja schon über Monate hinweg. Es war schon länger klar, dass wir da in Graz spielen. Von ihm her ist vom Vereinsseite wird da sehr, sehr viel getan, dass auch die Zuschauer aus Camp natürlich den Weg ins Stadion finden nach Graz. Ich glaube, sehr, sehr viele Busse sind unterwegs nach Graz, aber das Angebot besteht zumindest. Und also von Vereinsseite wird alles getan, damit auch alle Kärntner die Möglichkeit haben, uns in Europa League live zu sehen. Ja, ich glaube, für uns alle ist es richtig cool, weil es ist ein richtig gutes Los. Es sind drei richtige Top-Teams, glaube ich. Es wird sicher schwierig, aber jeder von uns freut sich richtig drauf und es wird sicher lustig und spannend. Ich habe gesagt, er ist bis in die Haarspitzen motiviert. Ja, ich glaube, da spricht er für die ganze Mannschaft. Ah, wenn er vielleicht nicht so viel Haar hat. Aber ja, natürlich wir Spieler auch.